Hier, ich habe Post bekommen. Ja, der Finanzminister von NRW, Norbert Dr. Walter Borjans, schreibt mir. Valentinstag, Liebesbrief oder was? Fast. Ich lese mal vor. Sehr geehrter Herr Sieber, herzlichen Dank, dass Sie Ihren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Ja, mit Ihrer Einkommenssteuer unterstützen Sie viele sinnvolle öffentliche Leistungen. Ja, so kosten beispielsweise ein Kita-Platz 830 Euro im Monat, ein Kilometer Landesstraße 4,3 Millionen Euro und ein neuer Funkstreifenwagen der Polizei 35.000 Euro. Da sage ich, bitteschön, gern geschehen. Die bedanken sich bei dir persönlich für die Einkommenssteuer, oder was? Muss ja laufen bei dir, hm? Mit deinem kapitalismuskritischen Kabarett. Was ist da was? Ich krieg so Briefe nicht. Bei dir läuft's ja auch nicht. Also, ich darf ja auch noch Applaus, oder was? Ja, aber, Marie, das ist jetzt 100% echt, oder was? Das ist 100% echt. Ja, so, aber warum schicken die so Briefe raus? Ja, wahrscheinlich, weil den Leuten klar machen wollen, dass die Steuermittel sinnvoll ausgegeben werden. Ja? 2 Kilometer der A1 zwischen Wuppertal und Kamener Kreuz gehören im Prinzip mir. Tja, inklusive der Autos, die da im Stau stehen, oder was? Wenn es Funkstreifenwagen sind. Ach so, ja. Also sorry, wenn ich da dein Weltbild ein bisschen zerstören muss, aber vielleicht solltest du das Geld lieber vor Spielotheken an Spielsüchtige verteilen. Wieso? Ja, da kannst du wenigstens sicher sein, dass die das Geld raushauen. Der Staat kriegt das nicht mehr hin. Die haben nicht genügend Personal, um die Anträge abzuarbeiten. Die Ausschreibung dauert viel zu lange. Die tun sich beim Geldausgeben genauso schwer wie Eunuchen bei der Selbstliebe. Schönes Beispiel. Ja, ich wollte was, dass gut, du verstehst. Ja. Kein Wunder, nach fast 8 Jahren unter schwäbischem Diktat. Ja. Es gibt sogar Beispiele. Für den Internetausbau mit Breitband waren 400 Millionen Euro im Topf. Ausgegeben wurde nur, was schätzen Sie? Ja, 1%. 1% wurde ausgegeben. Ja? Liebe Eifelbewohner, wenn Sie Internet hätten, könnten Sie sowas googeln. Ja. Und es wird noch verrückt, ein anderes Beispiel von 30 Millionen Euro. Ja, die hatte Bauministerin Barbara Hendricks für ein Projekt für nachhaltiges Wohnen zur Verfügung. Wurden abgerufen, Achtung, halten Sie sich fest, Trommelwirbel, 76,60 Euro. Kein Scheiß. Sie lachen zu Recht, 76,60 Euro für nachhaltiges Wohnen. In was wurde da investiert? In eine Bio-Fußmatte aus getrocknetem Tofu oder was? Nee, willst du die Wahrheit wissen? Nee. Das ist auch wirklich ein Fakten. Für Porto. Das Geld kriegt. Und da sieht man, wo das Problem liegt. Das, bei den Kitas merkst du es auch. Ja? Die Schwesig sollte 33 Millionen Euro in Kitas investieren und konnte nur 8 ausgeben. Weil die in den Kitas gemerkt haben, dass der Papierkram einfach viel zu viel Arbeit macht. Verstehe, es geht ja nur eins: entweder Anträge stellen oder Windeln wechseln. Beides ist. Scheiße. Ja. Ja. Ich meine, ja. Entschuldigung, bitte. Dass meine Steuergelder sinnlos rausgeschmissen werden, das würde ich ja noch verstehen. Aber dass meine Steuergelder sinnlos nicht rausgeschmissen werden, das ist ein Skandal. Ja. Ja. Wenn jetzt noch Apple, Amazon und Starbucks anfangen, Steuern zu zahlen, dann sind wir am Arsch. Ja. Ja. So viel Geld können wir gar nicht ausgeben. Pass auf, dem Borjans antworte ich. Pass auf, schreib mal auf. Ja. Dem antworte ich. Lieber Dr. Walter Borjans, mhm, ich zahle gerne Steuern. Mhm. Streich mal gerne. Gerne. Sollten Sie Probleme damit haben, das Geld auszugeben, empfehle ich Ihnen... Johnny Depp. Was? Johnny Depp. Der soll im Monat teilweise laufende Kosten von 2 Millionen Euro gehabt haben. Dollar oder Euro? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die haben in den USA den Euro noch nicht. Nein, ich hab... Der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, so stehe ich ja nicht. Der ist nicht... Ich... Gerade aus der Hüfte, weißt du, hier so, sag mal, rausgehauen. Ja. Ja, komm, also, pass auf, schreib auf. Ja. Empfehle ich Ihnen Johnny Depp, der haut das Geld ganz unbürokratisch raus. Ja. Jetzt muss aber noch so eine Schlussformel hin. Du musst einen Sack zumachen, so wie man es von dir kennt, so satirisch, spitz. So irgendwie eine tolle Formulierung, clever, humorvoll. Ja, pass auf, ich hab's, pass auf. Schreib auf. Mein Vorschlag mit Johnny Depp ist die beste Lösung für Ihr Problem. Denn auf einen Depp mehr oder weniger der Landesregierung kommt es auch nicht an. Ja. Pass auf, jetzt der Schluss noch. Jetzt noch. Hochachtungsvoll, ja? Ihr Mario Barth. Ja, sehr gut. So, das machen wir. Das finde ich gut. Sehr gut.